Und abermals willkommen zurück zu Portal 2, zurück zum Spiel. Ja, wir wurden gerade von unserem kleinen Buddy, der jetzt nicht mehr unser Buddy ist, sondern GLaDOS ersetzt hat, da in den Tunnel reingehauen. Wir sind jetzt also gerade im freien Fall, genau. Zusammen mit der Potato, GLaDOS. Na, geht so. Ja. Ist mir auch schon aufgefallen. Der was? Scheinablaufprozessor? Okay. Könntest du vielleicht einen deiner Stiefel ausziehen und mich hineinschieben? Du musst Nee. nur auf dem anderen Fuß landen. Na toll. Sie will einen meiner Longfall Boots. Aua, 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 aua. Oh, okay. Das klang nicht so gesund. Okay, was kommt jetzt? Spannung geht so eigentlich, naja, einfach nur ein ätzender Loadscreen. Oh, das Vöglein. Oh, das pickt an der Kartoffel rum. Oh, das GLaDOS hier. Als ob so ein Vogel einfach so eine Kartoffel mitnehmen würde. Als ob. Aber gut, dann sind wir erstmal auf uns alleine gestellt. Und bekommen vielleicht auch erstmal keine dummen Dialoge mehr die ganze Zeit. Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Also das Spiel ist offensichtlich schon ziemlich gefüllt mit Dialogen. Habe ich jetzt nicht so oft die Möglichkeit, frei irgendwas zu erzählen. Nicht, dass ich irgendwas Bestimmtes erzählen wollen würde, nur einfach als Feststellung. Ist eben so. Aber das dürfte jetzt ein bisschen anders sein. Jetzt haben wir nun leider keine RPG-Mechanik oder so, wo ich jetzt über irgendwelche Waffen oder Ausrüstung oder so reden könnte. Sondern nur so ein bisschen abstrakter. Also mich würde auf jeden Fall mal interessieren, was ihr hiernach gerne als Spiel sehen wollt. Ich habe ja, glaube ich, vor 2 Folgen schon mal The Talos Principle vorgeschlagen. Und das wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, ob die Umfrage immer noch läuft jetzt zu diesem Punkt. Das kann ich nicht versprechen. Ich nehme das hier jetzt ein bisschen im Voraus auf. Aber teilt mir das gerne auf irgendeinem Wege mit, wenn ihr das gerne sehen würdet. Oder alternativ, oh, hier nicht, okay. Alternativ könnt ihr natürlich auch so einfach immer Vorschläge machen. Ansicht vergrößern. Ach, da oben wahrscheinlich. Genau, also wenn ihr sonst irgendwelche Ideen habt, ich frage jetzt in einem Portal-Spiel, um quasi besonders Bezug darauf zu nehmen, dass das auch gerne Rätselmechaniken sein dürfen. Also irgendwelche Rätselspiele vielleicht. Also ein anderer Kandidat, um mal noch ein Beispiel zu nennen, wäre zum Beispiel The Witness. Ist auch so ein Spiel, das habe ich mir mal angeguckt, das sah ganz nett aus. Ich bin jetzt aber niemand, der normalerweise irgendwie ganz oft Puzzle-Games spielen würde. Aber, oh, das könnte man wegen mir also schon durchaus machen. Hätte ich jetzt nichts gegen oder so. Ah, okay. Aber ich finde das ganz cool, da kann man immer nebenbei so ein bisschen miträtseln bei diesen kleineren Rätseln. Ich finde das hier bei diesem First Person in dem Kontext noch relativ schwierig, weil ich quasi immer an die Stelle gucken kann, wo ich irgendwas Interessantes vermute. Aber ihr könnt nicht so richtig miträtseln, weil ihr ja vielleicht gar nicht an die Stelle gucken könnt, also an die Stelle des Raumes, wo ihr vielleicht dann noch eine Portalfläche euch erhofft oder sowas. Das ist bei The Witness, glaube ich, ein bisschen anders, weil viele dieser Rätsel auf dem Bildschirm sind. Also man stellt sich quasi an irgendeine Wand und löst da dann ein Rätsel, so als Beispiel. Und was auch geht, ist. Oh, passiert jetzt hier was? Ich glaube, ich muss erst noch 2 Buttons drücken, wenn ich mich nicht irre. Und was bei The Talos Principle anders ist, ist, dass man das auch als Third-Person-Spiel spielen kann. Also man ist nicht an diese First-Person-Kamera gebunden. Wie gesagt, ich finde die einfach immer recht schwierig für den Überblick. Also aus First-Person-Sicht sozusagen geht das immer alles problemlos. Aber als also wenn man dann als Dritter, als Zuschauer sozusagen First-Person zuguckt, so wollte ich es formulieren, dann ist das manchmal schwierig, glaube ich, alles im Auge zu behalten. So, jetzt geht die Tür da auf, oder was?
Sesam, öffne dich. Ist doch auch so eine riesige Tür, ne? Was soll denn da durchpassen? Also, warum muss das denn so groß sein? Also, dass der Raum an sich riesig sein muss, naja gut, wird ja irgendeinen Grund haben. Wobei wir jetzt ja wahrscheinlich ganz unten sind, ne? Also, hier ist ja, das ist ja quasi in eine Höhle reingebaut oder so, scheinbar. Hm. Okay. Oh, was jetzt? Erstmal ein Loadscreen. Oh, natürlich, alles klar. Ja, muss eben von Zeit zu Zeit sein. Ich fände es eigentlich mal eine coole Idee, dass Spieleentwickler bei diesen Spielen, das wäre, glaube ich, mit ziemlich wenig Aufwand auch möglich, einfach irgendwie nach 5 Jahren oder so mal patchen, dass die Loadscreens weg sind. Also, das klingt jetzt so ein bisschen nach Magie, aber das wäre eigentlich total möglich. Also der Grund für die Loadscreens ist ja, dass ein neues Level geladen werden muss, so wie das jetzt hier zum Beispiel. Und Level zu laden heißt, das muss alles in den Arbeitsspeicher und ja, in erster Linie in den Arbeitsspeicher eigentlich geladen werden. Und das ist nur so, weil der Arbeitsspeicher früher eben deutlich kleiner wäre. Heute, wo dann so ein Gamer-Rechner eben, sagen wir mal, 32 GB RAM hat, oder selbst wenn er nur 16 hat, in Anführungsstrichen, dann ist das eigentlich total ausreichend. Also man könnte durchaus immer schon das nächste Level quasi in den Arbeitsspeicher laden und das vorherige dann danach löschen. Sobald man das neue betreten hat, löscht man dann einfach das vorherige. Das würde also, technisch wäre das überhaupt kein Problem. Und auch nichts Großes, Schlimmes, was man irgendwie patchen müsste. Cave Johnson, genau. Die nette Stimme von vorhin gehört Carolyn, meine Assistentin. Sie hat euer Honorar bereits an eine gemeinnützige Organisation eurer Wahl gewiesen. Stimmt doch, Carolyn. Ja, Sir, Mr. Johnson. Sie ist das Rückgrat dieser Firma und hübsch obendrein, aber leider schon vergeben. Sie gehört der Wissenschaft. Okay. Das war scheinbar falsch. Ach, hier hätte ich wahrscheinlich hingemusst. Okay. Alles klar, das kriegen wir hin. Ups. Also. Na komm. Dahin, genau. So müsste es dann passen. Genau, also, Cave Johnson gehört die Firma, Aperture Science. Und Caroline, man hat jetzt auch gehört, das ist auch die Stimme von GLaDOS, nur eben nicht digitalisiert, sondern noch ihre echte menschliche Stimme. Zwischenfälle reagieren, die bei diesem Forschungsabenteuer auftauchen können. Dein Testprogramm hängt von deiner Fähigkeit, der Welt deinen Willen aufzuzwingen ab. Alle, die heute das Rückstoßgeld testen, folgen bitte der blauen Linie auf dem Boden. Für alle, die sich zur Injektion von Gottesanbeterinnen DNA gemeldet haben, gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Schlecht, der Test wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Gut, wir haben etwas viel Besseres. Du kämpfst gegen eine Armee von Gottesanbeterinnen. Nimm eine Waffe und folge der gelben Linie. Wow. Du sagst von selbst, wenn der Test losgeht. Oh wow, das ist ja das ist ja eine super Alternative auf jeden Fall. Warum auch immer man sich überhaupt Gottesanbeterinnen DNA in the first place spritzen lassen wollen würde. Wow. Okay, ich denke mal an dahin und dahin. Was kann ich jetzt hier Lustiges tun? Ich könnte da runterfallen. Sieht nicht so aus, als würde ich das wollen. Ach, ich muss wahrscheinlich mit Schwung. Okay, da muss ich mit Schwung hin. So viel steht, denke ich mal, fest. Jetzt ist noch die... Ach, scheiße. Jetzt ist noch die Frage, wie ich den Schwung genau kriege. Wir konnten ja bei dem Fahrstuhl ganz unten uns Schwung holen. Oder eine Plattform zumindest haben. Also orange da auf die Schräge und dann... Hier war doch eben noch ein zweites Dingens, ne? Ah ja, genau. Hier. So. Und dann blau hier unten hin. Ja, reicht das so? Ja, sehr schön. Ah, cool. Sind wir eigentlich, wir sind noch gar nicht gestorben, oder? Ich meine noch nicht. Vielleicht kommen wir durch das ganze Spiel ohne zu sterben. Vielleicht kommt auch wieder irgendwie dann ein so ein Dämlichkeitstod. Ich glaube, den hatten wir in Teil 1 ja auch. Oder auch mehrere. 3 Stück oder so vielleicht auch. Bin mir nicht mehr ganz sicher. So. Ah, genau. Jetzt geht dieses ganze Gel-Testen los. Er sprach ja eben auch schon von Rückstoßgel. Genau. Ach, nicht hier? Okay, wohin dann? Wo geht's weiter? Ach, da oben wahrscheinlich. Okay. Zack. Ah ja. So, hier. Ah ja.
Es heißt, Wissenschaftler sind wie Zwerge auf den Schultern von Riesen. Nicht so albern. Wir brauchen niemanden, der uns das Händchen hält. Okay. Ja, also ich finde ihn auf jeden Fall deutlich sympathischer so als Rätselsteller, sag ich mal. Ich glaube, das macht schon ein bisschen mehr Spaß mit ihm. Also wenn es jetzt regulär in Betrieb wäre. Caroline ist ja doch sehr, sehr objektiv sozusagen. Okay, fangen wir an. Beim ersten Test spielt das sogenannte Rückstoßgel eine große Rolle. Ja. Du gehörst übrigens nicht zur Kontrollgruppe. Du kriegst das Gel. Im letzten Abenteufel haben sie nur blaue Farbe gegeben. Ja, der hat sich jeden einzelnen Knochen gebrochen. Oh. Tragisch. Aber aufschlussreich, sagt die im Labor. Okay. Total aufschlussreich. Man lässt denen sich einfach alle Knochen brechen. Okay, wir brauchen irgendwas, was hier draufsteht. Dafür bräuchten wir dann irgendeinen Cube oder sonstiges. Da kommt ein Cube raus, aber wo ist der Button dafür? Ach, da ist der Button. Ach so, alles klar. Zack. Yeah. Okay, alles klar. Wir bitte den Button. Okay. So, den können wir da draufstellen. Zack. Und gleiche Methode nochmal. So kommen wir dann darüber. Die Jungs im Labor meinen, ich sollte die Kontrollgruppe nicht erwähnen. Sie meinen, ich sollte diese Nachrichten nicht mehr aufnehmen. Das hat mich auf die Idee gebracht, noch mehr davon aufzunehmen. Ich bin hier der Boss und ich kann so viel über Kontrollgruppen reden, wie ich will. Oh, Cave Johnson ist super. Also, wo muss ich denn jetzt hin? Wo geht's denn weiter? Hä? Next chamber this way. Ja. Okay. Ach da, ach, das muss man aber auch ein bisschen suchen, ey. So. Hier vielleicht? Hier vielleicht? Hier vielleicht? Ne, Sackgasse. Irgendwelche Easter Eggs? Ja, sieht nicht so aus. Warum auch immer hier so alte Typewriter noch sind. AKA Schreibmaschinen. Falls euch Typewriter zu englisch ist. Beim nächsten Test versetzen wir das Gel mit Nanopartikeln. Diese kleinen Dinger werden milliardenfach in deine Blutbahn eindringen und neuartige Gene und RNA-Moleküle in deine Tumore einschleusen. Oh ja, schleus alles in meine Tumore ein. Keine Angst. Wenn du in der Lobby ohne Bleiunterwäsche auf einem der Klappstühle gesessen hast, dann hast du jetzt welche. Oh wow, toll. Achso, da machen wir mal schnell was hin. Okay, genau, und holen uns den Cube. Danke. So, jetzt müssen wir da irgendwie wieder hoch. Also einfach hier. Blau. Der muss wahrscheinlich da drauf. Was ist jetzt passiert? Da hat sich was umgedreht. Ach, die Fläche da ist neu. Okay. Achso, ach ja, okay, klar. Wir brauchen ja nur dann... Wir können ja das blaue Gel dann auch hier wieder nutzen, um wieder genauso hoch zu kommen. Genau. Achso, ja, hieran kann ich mich erinnern. Man kann hier so hin und her springen. Das braucht man auch noch öfter im Spiel. Ist jetzt nicht das einzige Mal. Hui! Okay. Was mache ich mit dem Cube? Müssen wir hier runter? Nee, das sieht tödlich aus. Vielleicht wieder zurück. Ach, da drauf stellen wahrscheinlich. Genau. Jetzt ist da noch eine Plattform. Also da ein Portal hin und... Ja, okay. Das wollen wir wieder nutzen. Hua, um da hinten hinzukommen. Ja, okay, cool. Oh, falls du vom Rückstoßgel bespritzt wirst, haben die Jungs im Labor folgenden Rat. Lass dich nicht mit Rückstoßgel bespritzen. Wir wissen noch nicht genau, um welches Element es sich handelt. Aber eines wissen wir. Es ist sehr lebhaft und es mag keine Menschenknochen. Okay, alles klar. Also wenn du damit bespritzt wirst, ne? Bester Tipp, lass dich nicht bespritzen. Ach ja. Aber ist schon sympathischer, wenn das so von Menschen geführt wird. Und ich, also ich finde die Synchronstimme finde ich auch super. Also das ist echt, echt klasse. Und auch die Witze, ach, das ist herrlich. Alle Forschungsbereiche bestehen zum Schutz gegen Ratten aus Asbest. Sag uns Bescheid, wenn du an Atemnot, Hustenreiz oder Herzstillstand leidest. Das gehört dann nicht zum Test. Das kommt vom Asbest. Genau das, das ist so. Ja. Eine Asbestvergiftung hat eine Latenzzeit von 44,6 Jahren. Wenn du über 30 bist, kannst du dich also freuen. Im schlimmsten Fall musst du auf ein paar Kegelarme verzichten. Dafür hast du aber der Wissenschaft für die nächsten 300 Jahre wertvolle Erkenntnisse geliefert. Danke. Das ist ja toll. Ja, gerne geschehen, auf jeden Fall, würde ich mal sagen, an der Stelle. Dein Stil gefällt mir. Du machst dir deine eigenen Regeln, genau wie ich. Die Erbsenzähler meinten, ich kann keinen entlassen, nur weil er im Rollstuhl sitzt. Hab's trotzdem getan. Rampen sind teuer. Rampen sind teuer.
Er ist mir entlassen, weil er im Fahrstuhl sitzt. Alles klar. So, zack. Okay, was jetzt? Da vielleicht noch hin, damit ich dann hier drüber springen kann. Das ist vielleicht ein bisschen weit. Vielleicht da und dann da. Okay, einen noch bitte. Dann vielleicht zur Sicherheit noch einen dahin. Ach, müsste gehen, ne? Das war, glaube ich, knapp. Okay, und dann hier irgendwo bitte noch einen hin. Na los. Und weg. Hä? Als ob der jetzt extra so schräg gefallen ist gerade. Okay. So, ein Portal muss wahrscheinlich auf die Schräge. Und das andere dann einfach hier in den Boden. War es das dann schon? Hui! Oh, okay. Also hier muss auch blaues Gel hin, sonst wird das nichts. Zack. Achso, ich muss das Portal dann oben neu setzen. Also eins dahin. Eins dahin, damit das blaue Gel rüberkommt. Das fliegt schon. Genau, und jetzt kann ich schon hinterher springen, glaube ich. Da ist jetzt das blaue Gel. Und zack. Und reicht das? Ja, das sieht gut aus. Cool. Fluoreszierendes Kalzium, damit wir die Nervenaktivität in deinem Gehirn verfolgen können. In wenigen Fällen kann der Stirnlappen durch das Kalzium versteinern. Aber versuch nicht, dir den Vorgang bildhaft vorzustellen. Angstreaktionen beschleunigen den Vorgang. Oh, du darfst keine Angst haben, sonst wird es nur noch schlimmer. Ah. Oh Gott, ja, also das ist, wie gesagt, einfach ein Traum. Gut, Freunde, ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir wieder die Folge. Ich hoffe, wie immer, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst wie immer auch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns ebenfalls wie immer in der nächsten Folge. Tschö!